Hallöchen, ihr lieben Kleinen. Weiter geht's mit Dragon Quest 9. Im letzten Part haben wir gegen Graugnarz gekämpft und irgendwie auch gewonnen. Dann waren hier noch Ritter von... Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall haben wir die auch voll fertig gemacht, auch wenn ich da eigentlich gar keine Lust mehr hatte, aber ich habe es trotzdem gemacht. So, und Dong Sanji mal wieder. Weiß ich, wo ich... Moment... Wo ich die Katzenohren herbekomme, nicht im geheimen Laden von Valcam. Ich habe es total übersehen. Es tut mir wirklich sehr dolle leid, dass ich zu dumm war, um das zu sehen. Aber wir kriegen das jetzt hin. Mit der Macht des Stab der sauren Soße. Ja, genau. Hier unten. Vor allem ist die Frau wieder da. Letztens war sie, glaube ich, nicht da. Und dann hier. War das nicht da? Hä, da komme ich doch gar nicht rein. Hä? Okay, ja, ich habe keinen Schlüssel, also... Okay, ich komme da nicht rein. Okay, dann vergessen wir es. Ich dachte irgendwie ja. Egal, dann noch einmal in... in Bülter... In Stinsbruck. In Stinsbruck, genau. Da war noch ein kleiner Hundi, der aber nur abends da war, weil ich glaube, das war ein Geist. Ist es immer noch abends? Ich hoffe mal schon. Ist doch erst abends. Gut, hier hinten war nämlich so ein Hundi. Hundi! Entschuldigung. Oh Gott, Hilfe. Es hat mich das auch schon gepackt. Nee, hier hinten. Da, seht ihr ihn? Oben. Hier. Und er hat einen Gegenstand. Wuff, wuff. Wow, 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 wow. Und wir erhalten was? Eine Mini-Medaille. Ui! Okay. Diese Frau aus diesen Ebenen habe ich jetzt noch nicht gefunden. Und ich wollte auch nicht. Ich wollte auch nicht nachschauen, wo sie ist. Deswegen, nö. Achso, jetzt weiß ich eigentlich auch gar nicht, wo ich hin muss, ne? Weil wegen, Gartners mag uns nicht. Er hasst uns voll und so. Voll böse. Ja, muss mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Wahrscheinlich nochmal irgendwie. Bla 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 bla. Dann hier oben mit diesen komischen Typen reden. Diesen, warum das war, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ey, geh da hoch. Geht doch mal hoch hier. Ah, die Lady, na? Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Ich habe eine Nachricht für euch von Graugnarz. Der alte Stinkstiefel will euch jetzt doch anhören, warum auch immer. Allerdings stellt er ein paar Bedingungen. Er meinte, wenn ihr sofort raufgeht und ihm ein Fässchen trunkener Drache mitnehmt, gibt er euch noch eine Chance. Trunkener Drache ist ein lokales Getränk. Zu einem Gläschen konnte der alte Graugnarz noch nie Nein sagen. Okay, er wird in dem Lagerraum dort die Treppe runtergebraut. Am besten holt ihr euch ein Fässchen. Oh, was wird wohl jetzt passieren? Hm, ganz so einfach wird das wohl nicht. Alles Klärchen, mein Bärchen. Nein, würdest du Jess heißen, möchte ich sofort nehmen. Oh Gott. Bitte, bitte nein. Nein, please don't. Hi Opi, tschüss Opi. Hi, Wikinger. Was? Der alte Graugnarz hat euch gebeten, mir ein bisschen trunkener Drache zu bringen? Naja, ja, eigentlich müsste er noch ein paar Tage reifen, aber da Graugnarz eh kein großer Dingens ist, ne? Will das nicht falsch aussprechen. Hier bitte, ein Fässchen des besten Getränks der Welt. Genau das Richtige, um bei... Das ist halt ein Fässchen trunkener Drache. Ein Fässchen, oh, ein süßes kleines Fässchen, das in die Handtasche reinpasst. Wie schön. Jede Frau hat so ein Fässchen trunkener Drache bei sich drinne. Denn jede Frau hat auch mal schlimme Tage, da brauchst du brauchst ja so ein Fässchen und dann exzierst und dann geht's ihr eigentlich ganz gut. Ja, das sind die Geheimnisse einer Frau. Deswegen haben die immer so eine große Handtasche. Je größer die Handtasche ist, desto mehr brauchen die halt einfach. Ah, sehr gut. Hier gibt es einen festen, trunkenen Drache. Wow, danke, das wusste ich gar nicht. Dann mal rauf zum alten Graugnarz, aber alleine. Eure Kumpels sollten besser hier bleiben, sonst kriegt er wieder einen Tobsuchtsanfall. Alter. No, aber... Wie vier? Okay. Ja, ich möchte... Okay. Ja, dann... Okay, wahrscheinlich sollen wir uns jetzt porten. Was ist, wenn Ness nicht porten kann? Okay. Ness wirkt in Zauberteleportation. Aber es kommen bestimmt alle mit. Es kommen alle mit. Ha, Logik. Gibt's nicht. Ja, wo sind denn die anderen jetzt? Ach so. Ups. Meine Kumpels sind nicht da, nein. Ihr solltet doch alleine kommen. Warum so feige? Hinfort mit euch! Wie macht man das denn, dass meine Kumpels weg sind? Wie mache ich das denn, dass meine Kumpels weg sind? Wie mache ich das denn? Okay, Moment. Nicht... Alter, dein fucking Ernst. Ich wollte nicht überfordert sein, sondern irgendwie meine Kumpels wegtun.
Kumpels, geht mir bitte weg hier. Wie mache ich das denn jetzt? Hä, wie packe ich denn meine Kumpels weg? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Bin ich jetzt so blöd dafür oder was? Können sie irgendwie hier bleiben? Wahrscheinlich bin ich gerade so blöd und es geht ganz einfach und ich kann es halt einfach nicht. Kumpels, bleibt mal hier. Wir werden eigentlich... lassen wir es mal ausruhen. Obwohl es keinen Sinn ergibt, weil wir... Ach. Yay, wir haben Geld ausgegeben für gar nichts. Wir haben gar nicht geschlafen. Das hat uns eigentlich gar nichts gebracht. Egal, YOLO. YOLO-Action. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Keine Ahnung. Da. Wie mache ich das? Hi. Aha. So, bitte. Ja, wie lasse ich denn meine Freundin da? Ja, wie mache ich... Wie mache ich das? Fuck. Ja. Leute, bleibt mal hier irgendwie. Ich möchte nicht mit euch reisen. Bleibt doch mal hier. Hey, mach mal was. Aha. Bleibt mal irgendwie hier, Leute. Wie mache ich das? Ja, ist mir egal. Leute, verschiedenes. Ausrüsten. Wie mache ich das denn? Geh mal weg hier, Lilien. Weg von mir. Geh weg. Geh weg. Ja, Moment. Ja, das wollte ich eigentlich gerade nicht machen. Ja, das wollte ich eigentlich... Das wollte ich jetzt nicht machen. Wie... Leute, ich... wartet. Okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht so gedacht. Okay, ich bin nicht wirklich so dumm. Wir müssten nämlich nach, Stinsbruck. Wir müssen nach Stinsbruck und meine Truppe dort absetzen. Woher soll ich das wissen? Ich, keine Ahnung. Oh, da liegt was. Wie schön, das will ich aber nicht. Ich muss meine Leute da lassen und ich will das aber nicht. Leute, please don't. Möchte ich nicht. Mann, ich dachte irgendwie, die können da schlafen oder so. Wie soll man denn darauf kommen? Hallo! Ja... Freund absetzen. Richtige Entscheidung, Lilien. Es ist Zeit, dass sie mal eine Pause macht. Bleibt einfach eine Weile hier bei mir, ja? Lilien. Nicht ausgerüsteten. Freund absetzen. Tschüss, Whisket. Ich bin ganz allein. Okay, Basu. Kann Basu nicht noch hier bleiben? Basu und ich, wir mögen uns voll gern. Nicht voll einladen. Ah, nie. Otto, Tanja, Anton, Lilien. Lilien. Hi. Was geht? Freund absetzen, genau. Richtige Entscheidung, Basu. Hau ab, los. Basu verlässt die Gruppe. Nein, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht. Geh weg. Einmal neue nette Leute kennenlernen. Nein, ich brauche nur meine drei Leute. Und die sind jetzt alle weg. Ich meine, die perfekte Truppe. Ja, geh doch weg. Und jetzt sind sie einfach so weg. What? Nicht alle. Aber nichts passiert. Nein, oh Gott. Ich bin schon... Du hast die halbe Masse. Fährtenfänderin. Ja. Woo. Yay. Ist mir egal. So. Bitte jetzt einmal nach rechts. Und dann Teleportation. Nach der Magma-Gipfel. Danke. Geht doch. Meine Güte. Warum auch immer ich jetzt alleine sein soll. Aber wenn ihr es meint, dann machen wir es halt so. Hallo. Graugnarz. Bitte nicht alleine kämpfen. Ihr kommt spät. Wie könnt ihr es wagen, mich warten zu lassen? Es nutzt wohl nichts, sich darüber lange aufzuhalten. Nennt mir ihren Namen, Wurm. Ness, erbärmlich, aber das passt ja. Warum ist er denn so ein Arsch? Aber vielleicht war es voreilig, von mir anzunehmen, dass man euch nicht vertrauen kann. Wo ich das weiß, habt ihr denn nicht den Abstand des Imperiums aus dem Dorf vertrieben? Ich mag alt und gebrechlich sein, aber diese Ohren hören immer noch mehr als die schlappe Ohren von euch Sterblichen. Ich höre alles, was vor sich geht, ob ich will oder nicht. Die Soldaten des Imperiums sahen früher weniger abscheulich aus, doch der Gestank, den kenne ich nur allzu gut. Kein Zweifel, das sind die gleichen Würmer wie vor 3 Jahrhunderten. Aber ich schweife ab. Habt ihr den trunkenen Drachen gebracht, wie es euch aufgetragen wurde? Gebt den mir. Grabmützen? Nein, okay, ja. Wir wollen ja keinen Stress mit dem Drachen. Ausgezeichnet. Dann werde ich euch jetzt mal zeigen, was ein alter Drache wie ich so alles vertragen kann. Los, betrink dich! Ja, wahrscheinlich ist er. Der macht bestimmt so Nom 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 damit. Honig!
Ah, tat das gut. Das habe ich jetzt wirklich gebraucht. Ach ja, Puppe, hätte ich ja fast vergessen. Hier, das ist für dich. Ist er behindert? Ist er wie hier einen betrunkenen Drachen oder was? Das ist halt ein Großbritannien-Siegel. Was? Brutalien? Muss ich das verstehen? Das hab ich einen von diesem Triumvirat damals abgenommen. Schien sehr wichtig zu sein. Es hält sich nicht an wie so ein Betrunkener, aber ist mir egal. Ich kann nichts damit anfangen, aber vielleicht kannst du ja verkaufen und ein bisschen Kohle damit machen. Bitte fall um. Moment mal! Was war das denn? Den Gestank, den kenne ich doch. Oh mein Gott, das ist Dingens. Ich wusste es doch, dass es Dingens war, habe ich doch gesagt. Wieso? Ah, Hilfe! Was ist das? Es hilft dir sehr, wenn du da hin und her läufst. Du lieber Himmel, was geht da vor sich? Guck mal in den Himmel, ja, genau, Himmel. Nein, das kann nicht sein. Es ist Barbarus, er ist zurück. Ich bin der letzte Tag. Grundgütiger, erstes wirklich, es ist dieser Unhold Barbarus. Was zur Hölle denkt er? Sich dabei, das Dorf anzugreifen. Nicht am Villa, mich provozieren. Alles klar, wenn er es so haben möchte, Ness. Achso, Ness ist ja bei mir. Ich habe nichts zu befürchten. Weißt du was, Ness? Tippi, was das hier dich umhauen wird. Ne, komplett in Drachenkriegerausrüstung. Du musst sie einfach nur überziehen, auf meinen Rücken klettern und schon schwinge ich mich wieder in die Lüfte. Wie so ein kleines Baby redet. Ich kann gerade echt nicht betrunken. Ja, Hallöchen. Entsöhnlich, alter Kumpel. Aber das ist nicht möglich. Hauptmann Krautz hat angeordnet, diesen Schnösel ordentlich zu vermöbeln. Oh no! Okay. Okay. Okay, wir jetzt alleine oder was? Ja, schon mal ein Drachenspalter, ist ganz gut. Habe ich jetzt endlich. Ja! Nein, ich wollte eigentlich was anderes. Hä? Warte, wo ist denn jetzt. Wo hat er mir jetzt sein Oberteil hingetan? Hat er mir nicht irgendwas gegeben? Hä, hey, warte mal. Wolltest du mir nicht irgendwas geben? Sieht so aus, als hättest du Miss Kerl auf Eier abgesehen. Gut, bratet dem euren Kacke, du ordentlich eins. Über und zeigt mir, dass sie aus dem Staff seid, aus dem die Drachenkrieger sind. Ich habe aber noch nicht. Okay. Wir können nicht zulassen, dass der Drachenkrieger auf dem Rücken von Graugnat zurückkehrt. Wer sich dem mächtigen Imperium von Großbritannien entgegenstellt, stirbt. Gegen Stealth, Stirb. Ein Skulptur-Tour. Warum kämpfe ich den jetzt alleine gegen dich? Ich finde das irgendwie voll scheiße. Oh nein, du machst so viel. Oh no. Dead Damage. Warum greifst du? Oh mein Gott, du bist ein Arsch. Wiu. Oh Gott, ich hätte vielleicht nicht angreifen. Ach egal, passt schon. Magische Barriere. Oh ja, ich greife dich auch sowas von an. Yay. Oh ja, krach, wir sterben. Scheiße. Fuck, das war jetzt blöd. Egal. Egal. Fuck, wir sterben jetzt bestimmt. Oh Gott, wir sind schneller zum Glück. Ich dachte jetzt schon, wir sterben wir. Oh nein, er greift an. No, oh no. Greif mal an. Yay, stirb. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Magische Barriere. Nicht genug MP. Oh nein, stirb. Oh nein, er greift mich an. Oh no, was ist hier nur los? Stirb du. Ach, okay. Vielleicht sollten wir uns wieder heilen. Das ist ja echt so ein richtig geiler Kampf gerade. Hörst du mal auf, mich anzugreifen? Bist du denn behindert? Behindertes, süßes Baby. Und wir angreifen und dann kommt einen kalten Odem hervor. Oh, ja, macht ein bisschen Schaden. Scheiße. Oh, er ist tot, okay. Das Skulpturtur ist besiegt. Das ist halt etwas Erfahrung, ja. Behält ein paar Stufen, ja, ja. Verwerten sich ein bisschen die Stufenwerte. Falken. Okay, warte mal. Boah, das wäre jetzt eigentlich voll gut. Und dann da zwei hin. Ja. Akzeptiere ich. Nächster Angriff 26. Yay. Wir sind famose Fechterin. Sind wir das nicht immer? Yay. Und 132 Goldmünzen. Wow. Hat sich voll gelohnt.
Gut gemacht, Ness. Gute Arbeit. So, und jetzt zieh diese Drachenkriegersachen an. Aber Dolly! Dolly! Ich muss nicht deine Haut anziehen, was du gerade machst. Okay, er schreit und Sachen leuchten. Ness erhält Drachenkriegerhelm, Rüstung, Stulpen, Hose und Stiefel. Habe ich die jetzt schon an oder muss ich mich selbst umziehen? Und da du es anhast und auf meinen Rücken springst, kann ich vielleicht etwas Magie kanalisieren und losfliegen! Ich kann den alten Barbarossen schlagen, wenn ich fliege. Du wirst also wohl oder über mir kommen müssen. Ja. Dank des trunkenen Drachen fühle ich mich wie neu geboren. Das wird ein Klacks, ganz sicher. Und los! Lass mich erstmal anziehen, ja? Und lass mich bitte erstmal heilen. So, einen Moment, Ness. Teleportation. Ja, okay. Mittelheilung. Auf dich. Jetzt Heilung. Auf mich. Auf mich, ja? Okay. Okay. Ausrüsten. Rüsten wir mich mal aus. Federhammer haben wir auch irgendwie sowas Cooles. Yay, aber meine magische Macht. Ach, egal, ausrüsten. Oh, wir sind voll krass. Oh, sind wir cool. Okay. Oh mein Gott, ja. Wir sehen aus wie der böse Drache da. So. Ja. Boah, wir sind voll cool. Wie geil ist das denn? Haben wir auch ein Schild? Silber, ja. Haben wir noch irgendwas? Nee. Handschuhe haben wir schon. Schuhe. Ausweichchancen, die brauche ich aber. Und. Passt schon. Passt schon. Yay, wir sind voll cool. Oh mein Gott, sind wir cool. Leg die Drachenrüstung an, aber Dali. Ich habe doch alles aus. Moment mal. Was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe die Sicherheitsschuhe noch an. Aber meine Sicherheitsschuhe, das sind die Oshun-Schuhe. Die Oshun-Schuhe. Schuhen. Du müsstest dich sehen, die geborene Drachenkriegerin. Alles klar, nun kletter auf meinen Rücken. Warum? Chimären, aber warum? Das sind unsere Freunde. Oh ja, großartig. Ich fühle, wie meine alte Kraft zurückkehrt. Wir werden ein barbares Barbecue veranstalten und vor dem Abendbrot zurück sein. Lassen wir es krachen, Kleine. Was ist er wieder ausgenüchtert? Es geht aber schnell bei dem. Helligkeit, es gesiezt. Es gesiezt ihm. Wo bist du, Barbarus? Zeig dich endlich! Da drüben, was? Kannst du glauben, dass du noch am Leben bist? Glaube. Und stirb! Du bist ein williger Gegner, Graupner. Doch dieses Treffen wird anders enden als unser letztes. Beim Bart meiner Großmutter. Meine Macht übersteigt alles je Dagewesene. Und du wirst vor ihr auf die Knie gehen. Hast du schon genug? So sei es. Nun sieh her und verzweifle. Was zum? Es würde nicht ausreichen, dich einfach nur zu töten. Zunächst wirst du Zeuge der Vernichtung deiner Heimat. Ich darf das nicht zulassen. War schön, dich kennenzulernen, Kumpel. Man sieht sich!
Du darfst noch nicht abkratzen, denn du wachst über Engelsfälle. Aber auch ich habe ein Dorf zu beschützen. Verflippt nochmal! Was war da eben los? Also echt, ein Unglück steht sehr selten auf einer Dingens. Sorry. Ich wollte es so episch machen. Das ist unser neuester Gast, Sir. Hauptmann Kaus hat ihn uns gesandt, Sir. Aufgepasst, du Male. Dir steht niemand anders als Hauptmann Grunz so höchstpersönlich gegenüber. Er ist Leiter des undurchdringbarsten Gefängnisses von ganz Großbritannien. Die fiese Festung, wo bleibt dein Respekt? Und warum muss ich den Anblick dieses saudummen Nichts ertragen, wenn ich fragen darf? Sir, das ist Aquillas Schülerin, von der wir schon so viel gehört haben, Sir. Zudem hat sie auf einem Drachen die imperiale Truppen herausgefordert. Das ist keine gewöhnliche Kriminelle, Sir. Wie scheint, hat Hauptmann Kautzen Befehl gegeben, das Subjekt in unsere Obhut zu geben, Sir. Aber natürlich, ich hatte ganz vergessen, dass wir diesen Grunzdummgaugnats endlich besiegt haben. Seine Niederlage sollte all unseren Gegnern klar machen, dass ihre Chancen unter aller Sau stehen. Ja, Sir, sehr lustig, Sir. Was ist das denn, du saudummer Narr? Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt? Hier werden nur Himmlische eingefercht. Sieht die da etwa himmlisch aus? Dieses Vogelgrippe von Chaos hat mir das Schweinchen im Sack verkauft. Was für ein Narr! Ja, Sir, tut mir leid, Sir. Was soll ich denn jetzt mit diesem sterblichen Abschaum machen, Sir? Werf sie in die Zellen zu seinesgleichen. Zusätzliche Arbeitskräfte können wir immer gebrauchen. Ja, Sir, wird gemacht, Sir. Los, du Male. Komm mit mir. Nö. Wir sind fast nackt. Hallo, was macht ihr? Wir sind eine Lady. Und, okay. Schön. Wir sind jetzt also im Gefängnis von Großbritannien. Rein mit dir, du Male. Wenigstens missbrauchen sie uns nicht. Hallo? Tritt mir nicht so in den Hintern, du Penner. Ruhe dich aus, solange du noch kannst. Ab morgen wirst du nicht mehr auf der faulen Haut liegen können. Dennis und der Freund. Captain Popeye. Ja, cool, wir sind jetzt also in einer fiesen Festung, Zellen. Anscheinend sind wir jetzt wirklich in Großbritannien. Keine Reaktion. Das ist bloß ein Gerippe. What, really? Wow. Okay, hallo? Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Ui, nicht so laut, ja? Da kann man ja seine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Du bist bestimmt neu hier, was? Ich kann ja verstehen, dass du nicht gerade begeistert bist, hier zu sein. Aber Panik nützt da auch nichts. Spar dir deine Energie gut auf, wenn du nächste Woche nicht tot sein willst, heißt das. Hau dich nur runter aufs Ohr, solange du noch kannst. Auf mir zu schreiben. Die sind hier nicht gerade großzügig mit Schlafeinheiten. Ich will auch gerade schlafen, ich bin so müde, ne? Ist Freitag gerade und brauche ein Handy, yay. Ja, wir liegen so süß auf dem Boden. Was glaubst du eigentlich, was das hier ist? Ein Ferienlager? Hoch mit dir, aber schnell! Entschuldigung, dass ich irgendwie... Arschloch. Oh, ja, sorry. Ah, mein Freund ist aufweg, oh no. Die anderen sind schon bei der Arbeit. Beeil dich gefälligst. Okay, Vasen kaputt machen. Vasen kaputt machen. Ja, dann gehe ich jetzt hoch. Okay. Ja, wenn er es sagt, dann mache ich es natürlich. Oh, sorry, ich wollte hier eigentlich hoch. Wir sind so süß. Wir haben so süß. Wir haben Strampler an, ne? Also so ein Buddy. Attribute, ich wollte... Mein Haarband fehlt mir so. Es sieht so scheiße aus, wenn mein Haarband weg ist. Ich finde, das hat mich so hübsch gemacht. Oh, wir können es ausrüsten. Oh, cool. Okay, dann möchte ich gerne mein Haarband haben. Ja, perfekt. So kann ich gerne bleiben. So kann ich gerne rumlaufen. Tja, mit den Schlafeinheiten hatte ich wohl Unrecht. Guten Morgen jedenfalls, Mädel. Ich bin Noah. Noah Quenish ist auch hier. Und, hast du auch einen Namen? So, Ness.
Mann, ich hätte nie gedacht... Ach, nix, vergiss es. Schön, dich kennenzulernen, es. Ich hätte auch nicht erwartet, dich hier zu sehen. Ich bin sowas wie der Vorarbeiter hier. Kümmere mich um die Arbeiter und so. Außerdem führe ich die Neuankömmlinge hier rum und weise sie ein. Sieh dich in aller Ruhe um und ich erkläre dir dann das Wichtigste. Oh, da drüben, das sieht sehr super aus. Noah schließt sich Ness an. Ja, Freunde. Ui, Alter, es kann uns nichts mehr passieren, wenn wir ihn haben. Hallo? Arr, in dieser fiesen Festung wird jeder geschickt, der es wagt, sich gegen Großbritannien aufzulehnen. Man sagt niemand, da je durch dieses Tor hineingang. Verzeih, es tut mir unendlich leid, dir das alles erzählen zu müssen, aber so ist es. Arr, dieser Ort ist die Hölle auf Erden. Auf Erden! Hallöchen. Unser vorgesetzter Hauptmann Grunz bildet zusammen mit Hauptmann Kautz und Hauptmann Katz des Triumvirat. Dass sich ein Mitglied des Triumvirats unter uns... unter uns befindet, beweist nur, wie bedeutend die fiese Festung ist. Und nur wenige haben das Glück und dürfen bis zu ihrem Tod für das Imperium schuften. Ihr Glückspilze. Ja, oh wow, geil. So, das ist zum Beispiel hier, das ist was ganz Besonderes. Bedrohlich ragt über den Kopf von Ness der Galgen auf. Und der ist nicht bloß zur Zierde. Viele Kumpel haben hier ihr Ende gefunden, weil sie Streit mit den Wächtern hatten. Und du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, hörst du? Ich tue ja auch nur als wäre ich ein braver Junge. Doch sobald ich kann, werde ich mich für jeden einzelnen meiner Kumpel rächen. Verlass dich drauf. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieser Tag bald kommen wird. Ich kann nicht... tut mir so leid. Hier oben sind die Gräber. Und das ist... Naja, du siehst ja selbst, was das ist. Es ist besser, nicht hier zu landen, hörst du? Obwohl das leichter gesagt ist als getan. Die meisten, die hier begraben liegen, wollten bestimmt nicht so schnell den Löffel abgeben, taten es dann aber doch. Ja, wenigstens verbrennen sie die nicht einfach alle so. Wenn man, oder, keine Ahnung, werfen sie über die Mauer oder was weiß ich. Ja, na, machst du neuen Gräber? Ich muss hier die Gräber für all die armen Kreaturen ausheben, die an diesem schrecklichen Ort den Löffel abgeben. Ob sie so gut waren oder schlecht, Freund oder Feind, ich weiß gar nicht, wie viele ich schon unter die Erde gebracht habe. Es waren zu viele. Ich ertrage das nicht mehr. Wenn ich das noch einen Tag länger machen muss, werde ich explodieren. Okay. Ich stelle mir das gerade so vor. Wow, piu. Piu, piu. Wow. Hi. Die fiese Festung ist die Hölle. Tag für Tag sind wir hier die Peitsche ausgesetzt und müssen arbeiten bis zum Umfallen. Ich weiß nicht, welchen Trost ich dir anbieten könnte, aber lass mich wenigstens für deinen Seelenheil beten, mein Kind. Verirrte Schäflein des großen Hürden, wie kann ich dir helfen? Gut, Leute, ich würde mal sagen, ich mache hier jetzt aus, weil ich bin echt todesmüde. Ich werde mich jetzt erstmal eine Runde hinlegen und schlafen. Aber wow. Echt krasse Wendung, ne? Und die Szene war echt cool gemacht, wo Graugnatz gegen Barbaros gekämpft hat, aber ich würde mal sagen, Graugnatz hat den Löffel abgegeben und wird nicht hier liegen. Aber mal sehen, also ich kenne es ja auch nicht. Mal schauen, was noch so passiert. Auf jeden Fall sage ich mal ciao und bis zum nächsten Part, ihr lieben kleinen Schäfleins. Verirrten Schäfleins, meine ich doch.